Servus Leute, zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Legends. Wir haben das letzte Mal uns an diesem Khajiit Zähne ausgebissen. Der hat so einen starken Start. Das ist unglaublich unfair. Deswegen nach zwei Versuchen habe ich mich entschlossen, erstmal die anderen zu besiegen. Hat auch geklappt. Aber einer noch, dann ist der noch übrig. Mir kommt es irgendwie vor, dass immer einer der Gegner hier, die zur Verfügung stehen, irgendwie richtig OP ist. Und das findet man durch nur random heraus. Hoffentlich bist du easy. Recken! Kämpf! Die Standhafte, der Standhafte. Der Standhafte? Die Standhafte, oder? Ich bin als Zweiter. Irgendwie gefällt mir, als Zweiter zu spielen. Die können weg. Aha. Wo sind meine Zweierkarten? Ein Drittel des Decks sind Zweierkarten. Das ist keine Zweierkarte. Das ist ganz schlecht. Ich bräuchte ein... Keine drei, ganz nicht. Sag bloß jetzt... Diese Bäume geben mir Macht. Dacht jetzt schon, ey. Wenn jetzt schon wieder hier das Gespinne mit Wehmann rum... hier passiert. Dacht schon. Bei Stendars Gnade. Yes. Törichte Trockenhaut! Boah! Ich lebe, um zu dienen. Okay, 2-2 auf beiden Seiten. Damit komme ich zurecht. Ist im Moment alles okay. Ja. Der Wald gehört uns! Tötet sie alle! Törichte Trockenhaut! Ja, danke, gerne. Ein Wächter angreift, der hält einen. Ein Wächter, Okay, ich habe einen Fluch. Auf die Seite erstmal dich. Oder. Na, mein Gegner hat nicht genügend. Der hat nicht viele. Das passiert immer. Uns. Damit mache ich den stärker. Ich habe bloß 4. Und ich kann Ramp gebrauchen. Meine Klauen sind scharf und durstig. Andererseits riskiere ich auch gerne, dass hier... Moment. Dich mache ich klein. Weil dann kann er nicht mit der die töten. Die Karte finde ich irgendwie useless. Außer der hat irgendwelche Synergy-Karten. Okay. Jetzt kann ich die töten mit der. Mit der Fähigkeit. Oh, Pfeil ins Knie ist auch noch. Aber der massive Value, den ich hier bekomme, der ist schon nice. Dieb. Ja, warum nicht? Erstmal hier ein Fluch. Du bist weg. Das hier ist Khajiit-Revier. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Das hier ist Khajiit-Revier. Erzürnt mich nicht! Schön. Der Schnitter kann ja da eigentlich aufräumen, wenn er jetzt gleich käme. Zufälle gibt es. Okay, ist in Ordnung. Fluch. Ich kann ihn fesseln. Fesselspielchen. Fesselspielchen. So, wir räumen hier auf. Dann so. Passiert nichts. Erzürnt mich nicht. Und so. Passiert wieder nichts. Schön. Oh, ich habe noch einen Fluch gehabt. Naja, brauche ich nicht zwingend. Diese Bäume geben mir Macht. Ich will eigentlich nicht, dass das Wehmer zieht. Ein weiterer Fluch. Ich will eigentlich nicht, dass das Wehmer zieht. Ich habe hier 10, 16 Schaden. Ah,
eigentlich sollte ich erstmal angreifen. Schert euch weg! Erzürnt mich nicht! Ja, dann nimm halt einen Wem auf die Hand. Ist jetzt eigentlich auch egal. Ja. Dann auf dich. Du bist nämlich wertvoll. Ja. Mach mal dich. So. Ob der Gegner da wieder zurückkommen kann? Das Gegner ist zu voll. 10. Oh. Ich schiebe 10 Wache. Ist also die Maximalhand. Schön, dass der auch geklappt hat. Deine Wache ist relativ schnuppe. Oder? Ja, ist egal. Die ist so gut, die Karte, in dem Modus. Das Chaos soll euch holen. Die wird vom Gegner halt auch nicht fokussiert, zumindest verteidige ich sie dementsprechend. Erzürnt mich nicht! Schön. Wieder 7 Siege bisher. Wen wird der Herausforderer wählen? Alle rein. Oh, das ist gut, wenn man angriffs. Also rot-grün wäre bestimmt stark mit dieser Karte. Dem Gegner, wenn, gibst du ihm Deckung. Wenn er angreift, eigentlich keine der Karten ist so wirklich prickelnd. Fünfer-Kreatur habe ich überhaupt noch nicht. Obwohl, die eine mit 3 Schaden und 3 Leben wäre vielleicht gegen den besser. Ein weiterer Schritt hin zum ultimativen Ruhm. So, letzter Gegner vom Endboss. Habe ich diesmal eine Chance? Meine Damen und Herren. Dritter Versuch. Eine Revanche. Öffne die Tore. Ein Hinterhalt. Wie unterhaltsam. Oh, gut. Moment. Diesmal nur eine 1-5. Und diesmal ist diese Hand super, meiner Meinung nach. Besonders der Fluch, dadurch kann ich... Ja, ich musste nicht mal loswerden, der ist schwach. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Die ist zum Glück extrem schwach. Es gibt immer einen Plan. Schönes Ding. Es gibt immer einen Plan, meinst du? Ich glaub mal nicht. Der Plan im Moment heißt nämlich, ich besiege dich. Ach so, Dieb. Na gut. Das Chaos soll euch holen. Das habe ich jetzt falsch verstanden. Na gut. Der kriegt dadurch ordentlich Leben, wenn ich den. Das hier ist Khajiit-Revier. So, dafür brauche ich Fluch. Und Schutzzauber. Schutzzauber hätte ich ja auch so bekommen. Eure schwerfälligen Schritte verraten euch. Mist, der zieht wirklich bloß 0 Kostkarten. Okay, machen wir es anders. Geld oder Leben. Die Karte wird nämlich zu stark sonst. Okay. Ich habe keine Karten mehr. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Gewalt ist meine Kraft, mein Mut. Jeder muss Wegegeld entrichten. Okay. Meine Klauen sind scharf und durstig. Sei verdammt! Ich habe zwar keine Karten mehr, aber ich habe eine Chance. Lasst mich mein Ziel treffen.
oder leben. Das ist gut. Das ist richtig gut. Na gut. Üffre steht mir bei. Erzürnt mich nicht. Ach, Mist. Nee, ist in Ordnung. So, lass mich Karten ziehen. Greif mich an. Bis hierher und nicht weiter. Geld oder Leben. Interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eine Kreatur angreift und vernichtet. Gut. Moment. Erstmal. Eigentlich muss ich das gerade nicht machen. Die ist mir zu wertvoll. So. Erzürnt mich nicht. Der Wald gehört uns. Okay, Zwergenrüstung. Sehr nice. Na, greifst du den an? Plan. Es gibt immer einen Plan. Vermutlich ja. Wow, 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 wow. Hör mal auf damit mit dem Scheiß. Yes. Stabilize. Letzter Atemzug. Beschwören. Ich liebe einen guten Kampf. Ich auch. Der Wald gehört uns. Erzürnt mich nicht. Es sieht gerade gut aus. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Ja, der kriegt da ein Leben. Das lässt. Wir kommen dir nicht in die Quere. Du hast null. Die sind alle Nullkost. Das ist aber keine Nullkost. Aha. Mhm. Oh, das ist perfekt. Das ist hier in der Reihe super. Okay. Die kriegen +2/+2. Nein, die kriegen nicht +2/+2. Komm, tanzt mit eurem Tod. Erzürnt mich nicht. Töten? Der Wald gehört uns. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Die Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Okay. Das ist machbar. Bumm. Schön. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Ihr könnt mich nicht besiegen. Gut. Und wir sind zu allem bereit. Siegreich. Das endet einfach nicht. Hör auf, den Scheiß. Wir sind zu allem bereit. Ja, wir haben es zum Endboss geschafft. Geil. Aber auch nur, weil ich diesmal was machen konnte und der Gegner eine schwache Kreatur gleich zu Beginn bekommen hat. Puh. Halt, ein Titel. Der Hauptmann, Beschwöre 100er Wächter. Okay. Wer kämpft an der Seite des Herausforderers? Wenn du mehr Gesundheit hast, das passiert meistens nie. Obwohl das eine geile Karte wäre. Boah, wäre das eine geile Karte. Ja, das passiert meistens nie, deswegen machen wir mal ein Unterstützungsremoval mit rein. Gegen den letzten. Der Herausforderer triumphiert. Was kommt als nächstes? Finden wir es heraus. Ein reiner Ausdauergegner. Nun stellt sich unser Herausforderer endlich dem ultimativen Gegner. Meister des Todes. Öffnet die Tore. Diesen Champion dürstet es nach Blut. Dann erhält er einen kleinen Vorteil. What? Oh, das ist gut. Einfach nicht dazu kommen lassen, dass er es zerstört. Ja, das ist super. Was haben wir hier? Ziehe eine zufällige Karte mit 0 Kosten, wenn der Gegner eine
Rune verliert. Ja gut, mit 0 Kosten ist in Ordnung. Oh. Okay. Schön. Schön, einen Fluch gezogen. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Schade. Okay. Eine zufällige verbündete Kreatur. Ja. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Das Chaos soll euch holen. Eigentlich war das dumm. Nein. Der Tod ereilt uns. Oh, nee. Der hat sehr viele Verstummen-Effekte, wie es scheint. Der darf keine Runen zerstören. Der darf keine Runen zerstören. Der Mundusstein. Mundusstein. Bringt mir nichts. Ich muss Tempo gewinnen. Auf die wartet hier nur der Schmerz. Not good. Khajiit. Khajiit ist da. Viel zu einfach. Oh, nochmal verstummen. Boah, der kriegt andauernd so verstummen Sachen. Weil die kosten 0. Wenn ich falle, und wieder verstummen. Holt mich der Hist zu sich. Nicht mal nicht. Das ist nice. Das ist teuer. Fessler gefangen. Oh, okay. Also muss ich immer was beschwören. Kriege ich hier nicht mehr was beschwören? Denke ich. Was hat der? Beschwöre ein 1-1 Skill. Das ist in Ordnung. Erstmal gebe ich dem Leben zurück. Dann. Das Chaos soll euch holen. Mauloch, leite mich! Schlage ich auf ihn ein. Ich könnte 3 spielen. Dann. Brauche ich ein bisschen Leben wieder. Mit der Zeit. Khajiit hat genug. Das Chaos soll euch holen. Der Fluch. Ja, der Fluch ist ganz nett. Wobei, wenn... shit. Ich wollte gerade sagen, wenn das auf den anderen ginge, wäre das geil. Weil den kann ich... Den kann ich einfach, indem ich immer wieder das... spiele, kriege ich den schon irgendwie unter Kontrolle, würde ich sagen. So, Mundusstein. Ich brauche einfach dieses dauerhafte... Den dauerhaften Vorteil. Dann hier... Dünenpirsche. Bringt das mir irgendwie was? Geld oder Leben. Och, das ist ein Wächter geworden. Warte mal, was war dein Effekt? Ein Skelett beschwören. Das Chaos soll euch holen. Das Chaos soll euch holen. Das Chaos soll euch holen. Naja, egal. Khajiit hat genug. Wir gehen jetzt einfach voll all in. Der ist lästig. Er hatte 5 Gesundheit. Aber macht nichts. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, verflucht. Okay. Regenerieren. Okay. Damit kann ich arbeiten. Der kann da gut arbeiten. Damit wird der andere gefesselt. Das Chaos soll euch holen. Sturmangriff? Nett. Fluch? Brauche ich den? Nö. Nein, ich kann das nicht mehr spielen. Was passiert?
Ihr kommt hier nicht lebend raus. Ach so, okay. Boah. Ist in Ordnung. Khajiit hat genug. Prinzipiell in Ordnung. Damit habe ich kein Problem. Komm, greif an. Nein! Greif nicht! Nein! Nein! Ihr endet eure Reise! Verflucht! Ganz großes Problem. Richtig großes Problem. Mehr oder weniger. Ich muss halt auf der Seite jetzt all in gehen. Blut auf den Weg! Wächter, das gefällt mir. Khajiit hat genug. Puh. Okay, die machen 8. Du machst... Gib einer zufälligen verbündeten Kreatur. Du machst eine verbündete Kreatur stärker. Dann machen sie maximal 11. Und dann muss ich gewinnen. Oh. Ja, jetzt sehen wir, was der kann. Oder auch nicht. Oh, oh. Nein, verstummen. Nein. Okay. Noch ist alles in Ordnung. Gleich haben wir es geschafft. Bitte keine Prophezeiung. Khajiit hat genug. Ja. Gewässer und Gewitzel. Ja. Wir sind siegreich. Uff, und wie knapp dieser Scheiß war. Oh, shit. Das war das Money für die Quest. Geil. Und jetzt? Yes. Der Gegner ist besiegt. Wir haben dieser einen Champion. Ist nun ein Blutsauger. Was heißt das, dass ich ein Blutsauger bin? Ist das gut? Ein dramatisches Ende verdient eine Belohnung! Yes! Aufstiegsbelohnung? 125. Ein Pack. Zwei Pack. Und eine Legendary der Verehrer. 01. Okay. Prophezeiung, Wächterletter, der Verkehrer kehrt zurück. Denn ich kann den Verehrer nicht verstummen lassen. Ach, ist ja cool. Ein unendlicher 01er Taunter. Das ist ja witzig. Oh ja, Legendary. Und zwei Packs. Also zwei Packs, 150 Gold wert. 125. 425 wert und eine Legendary. Kann ich nichts sagen. Also, das hat sich absolut gelohnt, würde ich sagen. Und die Packs öffnen wir jetzt natürlich auch. Geil. Gleich beim zweiten Versuch auch noch. Nice. Jetzt sind aber keine unmöglich schaffbaren Dwemer im Spiel. Obwohl der eine Khajiit uns hier ordentlich zugesetzt. Epic. Rare. Kind vor Hirsine, der Göttin der Jagd, glaube ich. Wenn ein Kind von dir angreift und eine Kreatur vernichtet, kann es in diesem Zug erneut angreifen. Das ist ziemlich stark, finde ich. Wenn auch teuer. Vertreiben, ja, wieder zurück auf die Hand. Bürstenrücken, Sumpflehrvertan, 2-3 Wächter. Wobei, 2-3 Wächter für 2 ist ganz okay. 3-4 für 3 ist eigentlich auch ganz brauchbar. So, ich bin zu schnell drüber, also da war hier 2 Rares drin. Okay, verstummen. 4-1, gib Kreatur. Und dann, wenn die sauber sind. Mächtig. So ein Ork-Themendeck. Eigentlich habe ich in der Farbe kaum Orks drin. Und außerdem Orks und 2 Defense oder Leben? Müsste es nicht Angriff sein? Irgendwie falsch bei Orks, oder? Naja. Okay, cool.
Ja, Test war erfolgreich. Ja, super. Und da habe ich mein Gold vermehrt sogar. Oh, dank der Quests. Jetzt. Oh, super. Wie war's denn hier? Kann man da nicht auch irgendwie craften und sowas? Das ist neu. Ist hier irgendwas Neues? Da ist was Neues. Dann hier ist. Das Neue erkennt man nicht so richtig. Da ist neu. Also nicht so leicht. Und hier ist neu. Der Verehrer. Sonst habe ich keine überfälligen Zehnlecks hier nicht besessen. Decks können nicht mehr als 3 Exemplare der meisten Karten verwenden und nur jeweils eine einzigartige. Du kannst. Ja, doch, ich habe schon ein paar überfällige. Oder überflüssige. 90 von den Dust. Seelensteine. Wie viel kostet eigentlich das Craften einer Legendary? Das schauen wir mal schnell. Wenn ich eine finde, hier zum Beispiel. Kugel von Vermina. Ja, okay. 1200. Wobei, das ist günstiger als in Hearthstone. Da kostet es nämlich 1600 und 400 kriegt man fürs Endcraften. Das da, 400. Das ist genauso wie in Hearthstone. Das ist, glaube ich, auch genauso wie in Hearthstone. Und das ist auch wie in Hearthstone. Okay. Aber hier gibt's halt keine goldenen Karten. Das ist ein Hearthstone besser. Der Wabajak! Zufällige Kreatur. Ah ja, der war cool in die Elder Scrolls Reihe, wenn man im Wabajak gespielt hat. In Skyrim. Ja, in Skyrim hatte man den auf jeden Fall bekommen. Da konnte man auf irgendwelche Leute damit zielen und vielleicht wurde es ein Huhn, vielleicht wurde es auch irgendwas anderes. Genauso hier der Effekt. Cool, cool, cool. Ah, oh, der Mundusstein, der hat mich absolut gecarried, würde ich sagen. Der hat mich teilweise richtig gecarried. Das war mir von vornherein klar, das ist eine super Karte in der Arena. Super stark. Gut, super. Dann vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.